So, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed und wir machen heute weiter mal mit den Cups wieder. Was haben wir denn Schönes? Haben wir überhaupt noch irgendwelche Cup-Events, die wir noch nicht abgeschlossen haben? Oder sind wir tatsächlich... Ne, hier ist noch ein Schnellansatz. Okay, das ist immer gut. Und hier ist noch ein Hot Pursuit. Dann nehmen wir, machen wir den Hot Pursuit als erstes, dann machen wir danach den Schnellansatz, weil dann haben wir das Thema auch erledigt. Oh, wir haben einen Königs-XCX und wir haben einen Königs-X Agera. Und wenn ich den, dann fahre ich über den PCX, weil der Agera kann ich auch Need for Speed Payback und da ist auch nicht so gut. Ist zwar schnelles Auto, aber nicht so gut. The Spirit of Performance. Ziel der Entwicklung des rekordverdächtigen CCX Competition Coupé 10th Anniversary Edition war überlegene Leistungsfähigkeit sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße. Alle Extras und unnötigen Dinge wurden weggelassen und alle Aspekte auf einen grundlegenden Zweck hin optimiert. Ultimative Geschwindigkeit und Effizienz. Der CCX setzt die CC-Linie der Königsegg-Modelle fort und entspricht den strengen neuen US-Bestimmungen. Der von Königsegg gebaute, aufgeladene 4,7 Liter V8 sorgt in Kombination mit einem Ultraleichtbauchassis für beeindruckende 683 PS pro Tonne. Eine Hutze auf der Motorhaube, neu gestaltete Scheinwerfer und Schweller heben diesen Königsegg von den anderen Modellen ab. Die Leistung wurde ebenfalls verbessert. Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden und eine Topspeed von 390 Stundenkilometern. Ja, das ist das gute Stück und wir fahren mal aus heute. So, was haben wir denn? 4 Nagelbrenner, 4 Straßensperren, 2 Helikopter, 4 EMP, insgesamt sind 7 Racer und mein Ziel ist es natürlich auch, sie alle 7 zu kassieren. Aber schauen wir mal. Ich denke mal, wenn wir 5 kriegen, bin ich eigentlich schon zufrieden. Dann haben wir nämlich die Aufgabe auch erledigt. Aber mein Ziel ist, wie gesagt, sie alle 7 zu stoppen. Und meistens bin ich in den Schnellern jetzt in den Schrecken immer relativ gut. 23,3 Kilometer da oben könnt ihr mal versuchen, ein bisschen zu ignorieren. Versuchen wir natürlich früher zu stoppen. Aber kommen wir mal. So, da haben wir keine Befangstechnologie, wir haben sie nur vor der Nase. Aber wir kriegen sie schon irgendwie hin. Wir haben ja noch ein bisschen. Da werde ich jetzt auch reinbrachen können. Okay, dann haben wir schon mal mitgenommen hinein. Alle Einheiten, Straßensperre, Position vor Ort. Das muss jetzt mal den Seiter. So, mein Freund, du wolltest jetzt irgendwas. Hier durch EMP-Bewegungsunfähig. Festnahme einleiten. Over. Doch, der hat doch gesessen. Straßensperre steht zur Verhaftung. Hatte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. So, dann gehen wir mal. Einsatzfreigabe. Over. Ja, das war schon mal dein Auto. Zentrale Verdächtigkeit zur Straßensperrung fahren. Scheiße, ich hab's schnell. Hier ist Straßensperre an der Seite zu verordnen, aber eine Anweisung. Das versuchst du jetzt nochmal, ne? Ja, ein Pfeffer gesessen. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Ja, der hat natürlich. Okay? Hat er clever gemacht, hat er sich ein bisschen zurückfallen lassen. So, der Heli hat den auf jeden Fall gestellt, den Jungen. Nagelbahn hat sich verlangsamt. Verdächtiger weiter auf dem Flug. Hier ist die Sicherheitsverständnis für Ausfallverlust. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Ja, die Jungs. Alle Einheiten, Freigabe für die Sicherheit. So, da geht's mir auch mal auf die Nüsse. Oh, da hat's auf jeden Fall nochmal ein Auto erwischt. Ein Ferrari, oder? Nee, das ist der Clemens. Verstanden. Straßensperren einhalten direkt vor euch in Stellung. Das wird dir eine Lehre sein, sich mit dem SCPD anzulegen. Oh, der hat sich in der Straßensperre schon ein bisschen quer.
Alle Einheiten, Straßensperre ist fehlgeschlagen. Das heißt, es fehlen noch zwei. Aufpassen, ein Nagelbein. Gut, ich hab... Verfolgung unterwegs zum Memorial Highway. Verdächtiger hat das Nagelband umfahren. Der Hunde verdächtiger hat den Nagelband entkommen. Ich hätte mit der hergefahren. Die Straßensperrenanlagen sind vor Ort und auf Standby, over. Ganz genau. Echt, was? Hab ich mich... Och, leck mich doch am Arsch. Wegen scheiß EMP hab ich das Leben verloren. Ja, wir haben es auf Bronze immer noch geschafft. Scheiße, ich hätte mitgenommen gerne. Die zwei. Der hat aber gut damit mich geärgert. Der hat das EMP. Der ist mir nämlich hinterhergefahren unten durch die Abkürzung und hab mich dann immer noch geholt. So konnte ich nicht viel machen. Ich dachte, der wäre nämlich rechts neben mir gewesen. So, was haben wir bekommen? Lamborghini Reventon. 2007er Baujahr. Ah, werde ich ehrlich, das Ding machen wir noch. Wir haben, glaube ich, sonst nichts, ne? Außer den Schnellansatz noch. Ja. Scheiße, ich bin mitgenommen. Da komm, machen wir das noch. Machen wir das Rennen noch mal, dann nochmal. Wir haben es ja Gott sei Dank geschafft. Dann nehmen wir den Redaktor doch mal direkt, wenn wir das Ding da freigeschaltet bekommen haben. Der Reventon wurde 20 Mal verkauft. Ein 21. Exemplar ist im Lamborghini-Museum ausgestellt. Mit seinem Preis von $1.350.000 und der Optik eines Stealth-Fighters wirft er problemlos alle Konventionen im Automobilbau über den Haufen. Damit der Reventon mindestens genauso schnell ist wie der LP640, wurde sein Motor auf noch höhere Leistung getrimmt. Allradantrieb sowie 2,45er und 3,35er Pirelli Niederquerschnittreifen verhelfen diesem Straßenkampfjet zu großer Agilität. Unter den aggressiv gestalteten kantigen Flächen sind die Linien des Murcielago erkennbar. Die Front wird jedoch von zwei großen Lufteinlässen dominiert, die zur Kühlung der Bremsen dienen. Die Form der kantigen Nase findet sich in der transparenten Motorabdeckung und dem Heckspoiler wieder. So, dann fahren wir das gute Stück mal raus auf den Schnellansatz. Jo, versuchen wir es mal. So, wir haben, wie gesagt, den Schnellansatz nur 17,8 Kilometer per Yovity Call heißt das Ding. Die letzte Stelle, das haben wir doch auf relativ souverän auf Gold hinbekommen. Mal gucken, ob wir das mit dem, aber den jetzt auch auf Gold hinbekommen. Wieso haben sie gesehen? Diesmal habe ich die Abkürzung gesehen. Das Auto habe ich nicht mal gesehen. Wir nehmen sehr gerne. So, ist auch das letzte Rennen in diesem FIFA heute. Wieder zwei mache ich ja immer pro Folge. Und warum der mir dann nochmal noch nicht weitergefahren ist, sondern stehen geblieben ist, das war natürlich sein Rätsel. Aber das hat mir nämlich dann mein... Das hat mir dann auch so ein bisschen Zeit gekostet. Jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Ja, deswegen. Schau schon, ich fahre nur ganz leicht an die Wand ran. Okay, nicht mal, weil ich nicht verneint war, weil ich mir nicht wollte. Wir haben hier schon 9 Sekunden, wenn man den Gemäuer schon mehr hat. Gerade mal ein bisschen, aber das hinkriegen.
Jetzt habe ich sie nur wegen der Zeit nicht geschafft, die ich da sitze. Warum kommt ihr mit. Warum bleibt ihr immer stehen, Alter, wenn der Weg das an den Kopf kommt? Man lernt in der Fahrschule Fahrrecht rein und dann wäre das kein Problem gewesen, aber. Der sagt dann. Oh, also, der sagt dann lieber. Nö, ich fahre einfach weiter, ist egal. Wahrscheinlich, wenn ihr die voll crasht, dann kriegst du keinen Zeitstrafen. Also wenn ihr so leicht berührt. Wie haben wir denn gerade? 7 Kilometer. Alter. Ja. Ich werde das Ding noch voll zu fahren. Und eine gute Minute für 5 Kilometer. Das habe ich jetzt so gerade ausgekippt. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen kurvenreich werden. Das war der Rad, bitte. Das Problem, wenn dann 3 Autos ineinander fahren. Ein Schild da auch daneben. Was ist denn hier los heute? Und noch 15 Sekunden Zeitstrafen. Ich will das never ever auf Gold weg. Da ist einfach viel zu viel los gerade. Ah, okay. Durch die Zeitstrafe kann ich schon. Wir haben das Ding nicht, die Zeit schon abgelaufen, wir haben das Ziel noch immer im Blick. Das wäre mal höchstens auf uns gefahren. Oh mein Gott, fahr doch nicht da drüber! Und nochmal 2 Sekunden, weil ich das bei dem weggebrochen, mir ausgebrochen ist. Ja, wir haben weit über 20 Sekunden Zeitstrafen gekriegt wegen der Kacke. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft, das ist erstmal das Allerwichtigste, aber die scheiß Strafen haben wir mega viel Zeit verloren. Und sonst wären wir nämlich. Ja, auf Gold haben wir es nicht geschafft, aber vielleicht auf Silber. Naja, egal. Wir haben es trotzdem nochmals geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr. Dann geht's weiter mit den Race an.